Moin liebe Trickster und willkommen zu Folge 3 von Dein Trick Staffel 5. Dabei handelt es sich um Türchen Nummer 11. Der heutige Trick wurde eingesendet vom User Magic Komi. Es handelt sich dabei meiner Ansicht nach um einen sehr coolen Kartentrick. Diesen performe ich jetzt erst einmal, dann schaut ihr euch bitte die Performance von Magic Komi an und dann könnt ihr euch die Erklärung anschauen. Das ist das Programm, das euch heute erwartet in diesem Video. Das ist eine ganze Menge, also fange ich direkt schon mal mit der Performance an. Für diesen Kartentrick verwende ich das Bicycle Oblivion Deck in Weiß. Das gibt es auch in Rot. Ich verlinke euch einfach mal beide Versionen in der Videobeschreibung, falls ihr euch die bei Amazon bestellen wollt. Auf jeden Fall dürfen bei diesem Kartentrick zwei Zuschauer jeweils eine Karte ziehen. Sagen wir mal, Zuschauer Nummer 1 zieht hier oben und Zuschauer Nummer 2 ein bisschen weiter unten. Das sind die beiden Karten, die ihr euch jetzt bitte merkt. Vielleicht erkennt ihr die ein bisschen besser, wenn ich die so neben meinem Gesicht halte, vom Fokus her. Ja, das war das Vorschaubild. Auf jeden Fall verlieren wir diese Karten jetzt im Kartenspiel, okay? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Die Karten sind an zwei unterschiedlichen Stellen im Deck gelandet. Und dort schiebe ich sie jetzt in das Deck hinein und verliere sie dadurch im Kartenspiel. Und nur noch einmal zur Veranschaulichung, das ist überhaupt nicht schön geworden, egal, erfüllt seinen Zweck. An 2 von 52 Stellen dieses Kartenspiels können jetzt statistisch gesehen die Zuschauerkarten gelandet sein. Sie sind so gesehen also im Deck verloren gegangen. Doch wenn ich euch das Deck jetzt so entgegenhalte und mit meinem Finger schnippe, passiert Folgendes, Achtung. Fast gefangen. Hätte ich sie jetzt gefangen, wäre cooler gewesen. Egal, es geht auch so. Diese Karte hier kommt aus dem Deck herausgesprungen. Und ich vermute mal, es handelt sich dabei um die Karte von Zuschauer Nummer 1. Werfen wir diese jetzt an eine zufällige Stelle ins Kartenspiel. So findet durch dieses zufällige Werfen die Karte des Zuschauer Nummer 1. Rücken an Rücken. Eine zweite Karte. Und bei dieser zweiten Karte handelt es sich selbstverständlich um die Karte von Zuschauer Nummer 2. Das war meine Performance dieses meiner Ansicht nach sehr coolen Kartentricks, doch das war noch nicht alles. Ich bitte euch, klickt euch jetzt in die Videobeschreibung oder in diese Infokarte da oben und schaut euch jetzt die Performance von Magic Komi an. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ihr sollt jetzt abstimmen, wer das Ganze besser gemacht hat. Das ist sehr wichtig für den Verlauf dieser Staffel. Also bitte unbedingt alle ganz aktiv abstimmen. Kurz zum Trick von letzter Woche, Magic Phil vs. Mr. Tricks XL. Es haben wieder total fleißig 5.500 Leute von euch abgestimmt. Dabei waren 80% für Platz 1 und 20% für Platz 2. Und bei diesem Platz 1 handelt es sich um Trommelwirbel. Bitte. Den da. Yay, ein Punkt für Mr. Tricks XL. Eins zu eins ist der aktuelle Punktestand, aber natürlich Dankeschön, lieber Magic Phil. Du hast ganz viel tolles Feedback bekommen, habe ich gelesen in den Kommentaren. Für einige andere dein Trick-Einsendung durchgegangen und da habe ich gesehen, ihr habt ganz fleißig, ganz, ganz tolles Feedback geschrieben den Leuten. Das kannst du besser machen, das hast du schon gut gemacht. Ihr seid einfach die beste Community auf ganz YouTube, ich sag's euch immer wieder. So viel zur Abstimmung von letzter Woche. Damit ihr jetzt aber für heute abstimmen könnt, erscheint jetzt die Infokarte da oben. Klickt euch da drauf, egal ob Handy, Tablet, PC, was auch immer, außer ihr guckt es über den Fernseher. Aber sonst funktionieren Infokarten immer. Klickt da drauf und stimmt ab, was ihr glaubt, wer diesen heutigen Trick besser gemacht hat, ich oder Magic Komi. Ist wirklich nur ein einziger Klick, danke für jede einzelne Stimme von euch. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie dieser Trick funktioniert, dann bleibt dran, denn Magic Komi hat das Ganze für euch erklärt. Lieber Magic Komi, die Bühne gehört dir. Film ab. Okay, also zur Erklärung nehmen wir die beiden Asse, Female drin. Das heißt, wir stellen ein Kartenspiel rein und dann kommt der Knackpunkt. Anstelle sie einfach reinzuschieben, schieben wir sie leicht schräg rein. Das gleich schräg einschieben, können wir sie hier runterdrücken. Dann kommt hier die Ecke raus und dann kann man sie mit dem hier mit dem Finger so schieben, dass sie unten ein bisschen rauskommt, wenn ihr uns gesehen hat. Also cool. So schiebt sie durch gleich schräg, schiebt sie mit dem Zeigefinger rein. Hier kannst du eine Ecke bis zum Daumen reinschieben und dann kannst du mit dem Mittelfinger die Karten hier so nach hinten ziehen, dass sie hinten rausgucken. Und schnell die Karte so aus. Die Karten hier, mach sie leicht schräg und schieb sie hier durch und dann hast du die hier hinten. Okay, dann musst du die so haben, dass sie zwischen dem Handballen hier und dem kleinen Finger hier festhält. Und dann kannst du, wenn du diesen Fan machst und sie aufzeigst, kannst du die hier rausziehen.
so rausziehen, dass hier das Rosslen oben auch drauflegen, dass sie dann so ausbreitet. Also lass den Zufluss oben liegen. Also nochmal, du hast die Karten hier drin, du hältst sie mit kleinen Fingern und Handballen fest und dann schiebst du einfach das Deck weg und schiebst es unten drunter. Das hier oben liegen. Und wenn man oben liegt, kann man sie, wie ich gerade gemacht habe, so rausschießen. Einfach ein Pinky Pill ganz einfach unten drunter holen. Das Deck dann so leicht einziehen, einfach mit den Daumen die so mit Schwung schnicken. Dann fliegt die auch raus, kommt auch fangen. Und dann habe ich es einfach abgehoben. Du hast die Karte jetzt hier liegt, einfach reingeworfen. Und dann kannst du halt einfach hier, da wo die Karte liegt, hier die zweite Karte. Das war es auch schon zur Erklärung dieses Tricks. Dankeschön für diese hammermäßig coole Erklärung und jetzt wisst ihr auch, wie ihr diesen Trick nachmachen könnt. So schwer ist das Ganze also gar nicht. Danke fürs Anschauen dieser heutigen Folge Dein Trick Staffel 5. Das macht mir dieses Jahr so dermaßen viel Spaß. Es sind richtig coole Einsendungen mit dabei. Viele von euch wiederholen sich allerdings in den Einsendungen und es sind einfach so viele, es kann natürlich nicht jeder in diese Staffel kommen. Ja, ich möchte diese Staffel auf 9 Folgen ansetzen und es waren, glaube ich, 100 Einsendungen oder so. Also da ist natürlich klar, dass nicht jeder von euch dran kann. Entschuldigung. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, die Besten der Besten rauszupicken. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es mich ja mit einem Daumen nach oben wissen lassen. Gerne auch bei Magic Komi nette Bewertungen und nette Kommentare hinterlassen, da wird er sich garantiert freuen drüber. Und das Schöne am Adventskalender ist, wir sehen uns morgen natürlich auch schon wieder zu einem neuen Video. Was das für eins wird, verrate ich natürlich noch nicht, aber ihr könnt euch unten links von mir reinklicken für mein gestriges Türchen. Das war ein hammermäßig cooler Zaubertrick mit einem Zauberwürfel. Unten links von mir gibt es sonst einen weiteren sehr coolen Kartentrick. Bis morgen, euer Mr. Tricks XL. Peace out! Das ist eh eine doofe Variante. So ist er. Ja! Moment, ich probier's nochmal. Ah, das ärgert mich. Fast gefangen.